Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Es sprach der Gesandte Allahs, Nusirtu bis Shabab. Mir wurde durch die Jugend der Sieg gegeben. Und zwar möchte ich heute über diese Thematik sprechen, über die Jugend. Und zwar ist die Jugend eine tragende Säule einer jeden Gesellschaft. Die Jugend ist die tragende Säule einer Gesellschaft. Und wir sehen gerade heute in den westlichen Gesellschaften, die natürlich auch auf die muslimische Jugend abfärbt, dass die Jugend leider nur degradiert wird für eine Zeit, die als reiner Genuss gilt. Das heißt, sie beschreibt eine Zeit des reinen Genusses. Deswegen kennen wir diese Aussprüche und diese Sätze, die sie bringen. Die Jugend ist die beste Zeit. Oder wie Anthony Quinn, der sagte, auch mit 60 kann man noch 40 sein, aber halt nur eine halbe Stunde am Tag. Das heißt, die Jugend bezeichnet wirklich die Zeit, wo man Spaß hat. Das heißt, selbst mit 60 kann man noch 40 sein, aber halt nur eine halbe Stunde. Die Zeit halt, wo du Spaß hast, wo du Kraft hast, wo du etwas tun kannst, wo du irgendwelchen Tätigkeiten nachgehen kannst, die sozusagen dich erfreuen und die sozusagen Spaß und Freude mit sich bringen. Und das sehen wir, dass die Jugend wirklich zu so einer Zeit degradiert wird. Und wenn wir uns das durchschnittliche Leben eines jeden Jugendlichen hier mal ansehen, dann ist es meistens das, dass er anfängt, hier zur Schule zu gehen, die Mittelstufe zu besuchen, irgendwann die Oberstufe zu besuchen. Und in dieser Zeit der Schulausbildung wird ihm kaum Verantwortung gegeben. Und wir kennen das bei den Jugendlichen, ja? Sie sind sogar unmündig, gesetzlich, bis zum 18. Lebensalter. Sie brauchen Erziehungsberechtigte bis zum 18. Lebensalter. Sie können nicht mal ein Blatt unterschreiben in der Schule, geschweige denn einen Böller kaufen gehen, ohne dass sie 18 Jahre alt sind. Und diese Sache färbt natürlich auf die Jugendlichen ab. Sie haben keine große Rolle mehr in dieser Gesellschaft und es gibt zig Beispiele dafür. Sehen wir doch nur mal politische Ämter uns an. Die politischen Ämter, hohe Ämter, Tätigkeiten, die ein bisschen mehr Verantwortung bedürfen, Tätigkeiten, die ein bisschen Grips benötigen, Tätigkeiten, die ein bisschen Stärke im Denken benötigen, das haben meistens Leute, die ein bisschen älter sind. Und das ist auch das bekannte Problem der Politikverdrossenheit unter den Jugendlichen. Das ist das, was die Politiker heute immer wieder sozusagen propagieren. Dass es bei den Jugendlichen eine Politikverdrossenheit gibt. Dass sie an die Jugendlichen nicht herankommen und dass die Jugendlichen auch kein Interesse dafür entwickeln. Ja? Aber das ist natürlich, indem man sie so klein hält und sie sich die Jugend als die Zeit des Spaß, des Spiels und der Freude dargestellt wird, haben sie natürlich keine Zeit, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und daraus resultiert natürlich Verantwortungslosigkeit. Und das sehen wir sozusagen bei den Jugendlichen und auch die Gesellschaft predigt uns dies. Wir kriegen mit, dass es heißt, im Alter kommt die Einsicht. Ja, ist kein Problem, wenn er Fehler macht, ist kein Problem, wenn er sich noch nicht mit den Dingen beschäftigt, ist kein Problem, wenn er dieses und jenes nicht nachgeht. Im Alter kommt die Einsicht. Und das sehen wir auch schon an der Einteilung hier. Bis zum 18. Lebensalter ist man nicht für sich selbst ganz verantwortlich. Und auch ab dem 18. bis zum 21. Lebensalter gilt man rechtlich sozusagen, in Anführungsstrichen, als Heranwachsender. Und selbst darüber hinaus, wenn eine bestimmte Reife nicht festgestellt wird und man vor Gericht verklagt wird, kann man immer noch unter Jugendstrafrecht fallen. Und wir kennen diese Beispiele. Und das führt bei der Jugend natürlich dazu, dass sie keine Verantwortung mehr haben. Dass sie auch für die Umma kein Verantwortungsbewusstsein mehr haben und dass sie auch ihre Rolle gar nicht mehr verstehen. Bruder, die Jugendlichen haben eine gewaltige Rolle für eine Gesellschaft. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt einer Gesellschaft. Sie sind der Motor einer Gesellschaft. Ein Beispiel, Tariq bin Ziyad. Ein 17-Jähriger, ein Jugendlicher, der eine Armee angeführt hat, Brüder, eine Armee, mit der Al-Andalus eröffnete für den Islam. Stellt euch das mal vor, Brüder, in heutige Maßstäbe übersetzt. Was heißt denn das? Könnt ihr euch einen General vorstellen, der 17 Jahre alt ist? Mit seinen ganzen Abzeichen, nur diese Abzeichen sich zu erlangen, ist schon eine militärische Laufbahn, die man da hinter sich haben muss. Ist bekannt. Stellt euch mal einen General vor, der 17 Jahre alt ist. Vergisst ein General, ein Offizier. Nicht mal einen Soldaten können wir uns heute vorstellen, der 17 Jahre alt ist. Stellt euch irgendetwas mit 17 vor. Ja? Und das ist das, was sozusagen bei den Jugendlichen heute ankommt. Sie werden sozusagen, ihnen wird keine Verantwortung gegeben und dementsprechend verhalten sie sich auch. Wenn wir dies übertragen auf den Islam und die Ansicht des Islams zu der Jugend und zu den Jugendlichen, gehen wir gleich auf den Gesandten Allahs rüber und seine Gefährten. Frieden und Segen seien auf ihn allen. Gehen wir auf dieses Beispiel rüber. Wenn wir an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam denken, an was denken wir?
Wenn wir sagen, denkt zurück an die Zeit, wo der Prophet an die Menschen ging, mit Omar und mit Ali und wie sie alle heißen, die Gefährten des gesamten Allahs. An was denken wir? An was für eine Konstellation denkt ihr, Brüder? An was denkt ihr? Sicherlich denken viele von uns an weißbärtigen Menschen, die sehr alt sind, sehr weise sind, ja? Die eine gewisse Lebenszeit hinter sich haben. Aber tatsächlich waren es doch Jugendliche. Wenn wir gucken, die Gefährten des Gesandten, vor allem zur Anfangszeit, waren hauptsächlich Jugendliche. Ali und Zubayr ibn al-Awwam, sie waren gerade mal 8 Jahre alt. Uthman war Anfang 20. Und die ganzen anderen Beispiele, die wir kennen. Und deswegen, Brüder, der Islam, er hat eine andere Sichtweise zur Jugend. Er sieht die Jugend nicht als eine Zeit des Genusses und eine Zeit, wo sozusagen du Spiel, Spaß und Freude hast, wo du nicht mündig bist, wo andere für dich sorgen, wo du keine Verantwortung trägst. Nein, er gibt der Jugend eine entscheidende Rolle, eine wichtige Rolle, eine vitale Rolle in der islamischen Gesellschaft und in der Umma an sich. Und dieser Rolle, Brüder, müssen wir als Jugendliche nachkommen. Wir sind die Träger dieser Umma, wir sind ein zentraler Motor für diese Umma. Deswegen, Brüder, im Islam wird Männlichkeit und Reife nicht am Alter gemessen und ist nicht von 18 bis 21 oder ab 21 oder ab 30 oder ab dem wir eine bestimmte Anzahl von Haaren wachsen oder sonst was. Jugend oder beziehungsweise Männlichkeit und Reife ist eine Frage der Einstellung, keine Frage des Alters, keine Frage des Geschlechts. Und das sehen wir doch im Koran, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Menschen wie Mus'ab ibn Umair anspricht und sagt oder sie bezeichnet als Menschen und als Leute, die das wahrgemacht haben, was sie Allah versprochen haben. Die das wahrgemacht haben, was sie Allah versprochen haben. Unabhängig ihres Alters, ihrer Größe. Ja? Sondern auf Grundlage ihrer Einstellung und auf Grundlage ihrer Tat, die sie vorangebracht haben im Leben. Auf Grundlage ihrer tragenden Säule für den Islam. Auf Grundlage ihres Motors, die sie für diese Umma mitgebracht haben. Und deswegen, Brüder, gibt es sehr viele Aussprüche des Gesandten, wo er genau über diese Sache spricht. Wir kennen die Ahadith. Es heißt, nutze 5 Dinge vor 5 anderen, wo er unter anderem anspricht, nutze die Jugend vor dem Alter. Nutze die Jugend vor dem Alter. Oder wo es heißt, dass ein Mensch an Yawm al-Qiyamah nach 4 Sachen gefragt wird und eine Zeit, wo er seine Jugend verbrachte. Oder wo es heißt in der Überlieferung, dass es an Yawm al-Qiyamah 7 Arten von Menschen geben wird. Sie werden unter dem Schatten, sie werden die Ehre haben, unter dem Schatten des Thron von Allah subhanahu wa ta'ala zu verweilen. Während andere in der Sonne stehen müssen und schwitzen und manch einer von ihnen, der Schweiß geht ihnen bis zu den Ohren und sie können es nicht aushalten. Und es ist eine Strafe und eine Pein von Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine Person, die errettet wird, die Platz nehmen darf unter dem Schatten des Thron Allahs, ist welche Person? Jener, der seine Jugend im Islam verbrachte. Jener, der mit dem Islam aufgewachsen ist. Brüder, das Fazit dieser Sache ist eine ganz klare. Bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keine Alterseinteilung. Es gibt nicht diese Alterseinteilung, wie wir sie hier kennen. Es gibt kein von 12 bis 14 bist du Teenager und dann bist du... Nein, ab dem Moment, wo du den Verstand besitzt, ab dem Moment, wo du dich wirklich entscheiden kannst, wo Allah subhanahu wa ta'ala dir eine bestimmte Verantwortung gibt, ab dem Moment wird mit dir genauso abgerechnet wie mit einem 60-Jährigen oder einem anderen. Und diese Verantwortung müssen wir bewusst kommen. Barakallahu fiq für euer Zuhören. Assalamu alaikum wa rahmatullah.